Der ehemalige Präsident des Rechnungshofs hat sich entschieden, mit mir, mit uns gemeinsam zu kandidieren. Nach 12 Jahren Tätigkeit als Rechnungshofpräsident, Sie wissen alle, der Rechnungshof ist wahrscheinlich eine der Institutionen, die das größte Vertrauen in Österreich genießen. Und ich weiß, dass du jemand bist, dem sein Anliegen ist, dass mit Steuergeld sparsam umgegangen wird, dass es keine Doppelgleisigkeiten gibt und dass sich in diesem Land etwas zum Positiven verändert. Wir wollen einen sparsamen Umgang mit Steuergeld sicherstellen. Wir wollen mehr Transparenz im politischen Bereich und in der Verwaltung. Und wir wollen natürlich einen Staat, der möglichst effizient agiert, damit auch die Bevölkerung ein Maximum an Output erhält. Sie möchte mir auf das Herzlichste bedanken. Erstens einmal für die anerkennenden Worte und gleichzeitig auch für die Möglichkeit, das heißt in der Liste kurz, auch Österreich neu zu gestalten bzw. zukunftsfit bzw. enkelfit zu machen. Das ist auch notwendig und das ist auch ein Punkt, der dazu geführt hat, dass ich dein Angebot sehr gerne angenommen habe, weil ich schon in den letzten Jahrzehnten gezeigt habe, dass mir die Enkelgerechtigkeit Österreichs ein enormes Anliegen ist. Es war für mich auch, wie gesagt, ein weiterer Grund, dass ich Ja gesagt habe, weil mich immer einen Spruch von Präsident Kennedy halte, der gesagt hat, frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frage, was du für das Land tun kannst. In meiner Zeit als Rechnungshofpräsident von Jahr 2004 bis zum Jahr 2016, der Rechnungshof insgesamt rund 1000 Berichte veröffentlicht hat. Und wenn Sie diese Berichte verfolgt haben, dann sehen Sie, dass in dem Bereich Österreich sehr viel Potenzial hat, damit das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler tatsächlich effizient, das heißt optimal eingesetzt wird, dass sehr viel Potenzial da ist, die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit zu erhöhen und insbesondere, was gerade jetzt entscheidend ist, dass sehr viel Potenzial da ist, um den Staat bürgernäher zu machen. Österreich in dem Zusammenhang hat kein Einnahmenproblem. Österreich hat ein Ausgabenproblem, Österreich hat ein Effizienzproblem, weil das Geld in den Strukturen hängen bleibt. Wir sind im Ranking zurückgefallen und zwar deshalb zurückgefallen, weil wir seit Jahren reden, aber wir tun nicht. Und das heißt, es ist jetzt die Zeit vorbei, immer nur zu sagen, ich brauche eine Arbeitsgruppe, um aus der Arbeitsgruppe wieder neue Vorschläge zu entwickeln. Die Vorschläge liegen am Tisch. Die Notwendigkeit ist offenkundig und ist jetzt an der Zeit, endlich Handlungen zu setzen. Das heißt, tun ist gefragt. Und wenn man sich anschaut, dass die öffentlichen Mittel immer knapper werden, die Ressourcen werden knapper, gleichzeitig altert Österreich, gleichzeitig haben wir verstärkt durch die Globalisierung sich ergebende Herausforderungen. Es ist also daher notwendig, dass wir keine Einzelentscheidungen treffen, sondern dass wir Entscheidungen treffen, dass wir in dem Zusammenhang die Herausforderungen im Umweltbereich, im Sozialbereich und gleichzeitig auch im Wirtschaftsbereich gesamthaft betrachten und in einem nachhaltigen, finanzierbaren und damit enkelgerechten Rahmen stellen. Das ist derzeit nicht der Fall und es wäre notwendig, das zu tun. Und deshalb habe ich das Angebot sehr gerne angenommen, weil für mich eben der Sebastian Kurz eben der Garant dafür ist, dass er eine Politik macht, die eben auch für seine Generation ist und eine Politik hat, die nicht auf heute, sondern auf morgen schaut. Warum gerade die Liste Kurz? Warum Sebastian Kurz? Da auch drei Antworten, drei Gründe dafür. Das heißt, der erste Grund ist der, dass ich Sebastian Kurz kennengelernt habe, der als jemanden, der ein Garant dafür ist, dass öffentliche Mittel sparsam und wirtschaftlich eingesetzt werden, der gleichzeitig ein verlässlicher und ehrgeiziger Partner ist und gleichzeitig auch ist, der eben verantwortungsvoll eben Maßnahmen umsetzt. Das wäre auch kurz begründen, warum Garant für einen effizienten Mitteleinsatz, wie komme ich zu dieser Ansicht? Ich habe Sebastian Kurz eben auch in der Gelegenheit gehabt, das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten mehrmals zu prüfen. Und da hat sich ergeben, dass eben Sebastian Kurz als Bundesminister immer derjenige war, der den Prüfern offen und ehrlich gegenübergetreten ist und immer wieder geschaut hat, wie kann ich die Vorschläge, die in Richtung mehr Effizienz, größerer Wirksamkeit eben gehen, wie kann ich die umsetzen und welche Maßnahmen kann ich setzen, dass tatsächlich das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler optimal eingesetzt wird. Das heißt, es war für mich eine Freude, das anzunehmen. Und Sie sehen auch, dass ich mit Engagement sicherlich auch in Zukunft, so wie ich es in der Vergangenheit getan habe, eben nicht nur aufzuzeigen, sondern auch alles zu tun, dass umgesetzt wird und dass endlich eine Politik gemacht wird, die sicherstellt, dass der Generationenvertrag nicht nur heute gilt, sondern auch morgen gilt, die sicherstellt, dass unsere Enkel durch unser Handeln nicht eingeschränkt werden, die sicherstellt, dass Österreich wettbewerbsfähiger, leistungsfähiger und insbesondere, dass uns dann alles ein uns allen ein Anliegen sozial gerechter wird. Deshalb herzlichen Dank für das Angebot.